Willkommen zu F1 22 Audi Karriere Kombi Season. Wir sind heute in Australien und in China. Ja? Es gibt den Saisonstart oder beziehungsweise das Saisondebüt von China. Ich freue mich extrem auf Portugal. Werden wir natürlich noch später fahren, aber ich liebe natürlich Australien. Mit Karl mit den neuen Änderungen macht die 5,2 Kilometer lange Strecke echt Spaß mit allen ihren 14 Kurven und ja, 3 DS-Zonen, das ist wirklich, man darf es nicht unterschätzen, diese Strecke ist mächtig. Mächtig schnell und ich würde sagen, mächtig spaßig. Gucken wir uns mal die Startaufstellung an. Gehen wir die Startaufstellung der Fahrer für das aufregende Rennen von heute durch. Charles Leclerc startet aus der Pole Position und der talentierte Spanier Carlos Sainz macht die erste Reihe komplett. Und schauen wir uns den Rest der Startaufstellung an. Hamilton, Norris, Max Verstappen, der Professor, Fernando Alonso, Perez, Magnussen und Esteban Ocon, Theo Pourchaire, Albon, Nico Hülkenberg und Vettel, Oscar Piastri, Russell, Mick Schumacher und Lance Stroll, Joe, Gasly, Tsunoda und Nicolas Latifi. Jeden Moment werden die Startlichter ausgehen, also schalten wir runter zur Strecke für den Beginn dieses Grand Prix. So sieht die Startaufstellung aus. Wir werden nur vom 6. Platz aus starten. Dennoch probiere ich alles hier rauszuholen. 5 Rundlichter hinaus und los geht's. And here we go. Wir kommen ähnlich gut weg wie Max, aber jetzt irgendwie immer an der Beschleunigung hapert es ein bisschen. Fernando und... Oh mein Gott, Verstappen und Fernando hier richtig, geraten hier richtig aneinander. Erinnert mich ein bisschen an Katar 2021. Da gehen wir rein und können an Max vorbeigehen. Und das ist schon mal der 5. Platz. Lando Norris wird interessant werden, denn den überholst du nicht so leicht, würde ich mal sagen. Auch Lewis, das wird echt extrem haarig heute werden. Und ganz vorne wieder beide Ferrari. Es wird unfassbar spannend, dieser Weltmeisterschaft. Nur wir müssen jetzt langsam mal vor denen ins Ziel kommen. Ein Win wäre schon mal wichtig, aber der ist leider in weite Ferne gerückt. Es sieht so aus, als ob wir kaum irgendetwas hier gewinnen können. Also die sind so stark, die Ferraris. Und auch hier vor mir Norris, da kann die Pace gut von Hamilton halten. Nur wir leider nicht die von Norris. Jetzt in der engen Kurve könnten wir ein bisschen drankommen. Oder, ja, das... kann sehr, sehr interessant werden mit dieser Season, aber es ist natürlich das oberste Ziel, den Weltmeistertitel zu holen. Den Fahrer-Weltmeistertitel, Konstrukteurs-Weltmeistertitel wird schwierig, denn ich fahre ja im Gegensatz zu den anderen eher alleine, auch wenn Nico ein sehr talentierter Fahrer ist, ist natürlich unser Ort jetzt noch nicht das Beste und so schaut es dann leider auch in der Meisterschaft aus. Erste Runde ist vorbei und wir können im DS-Fenster immerhin von Lando bleiben. Und der, ja, wir sind sogar fast im DS-Fenster von Hamilton. Es sieht ein bisschen aus, als ob Lewis die Pace der Ferraris nicht gehen kann und wir dadurch schön mitgehen können, weil er hier Norris ein bisschen aufhält. Alonso und Magnussen geben sich da hinten auch einen coolen Fight. Und ja, der ist wahrscheinlich spannender wie das, was da vorne gerade abgeht. Aber das ist wirklich, wenn man sich das Ganze anguckt, ist es spannend. Denn man muss hier auf die Strategie gehen. Ich muss auch gucken, vielleicht können wir da was über die Strategie machen. Hamilton ist, denke ich mal, auf jeden Fall undercutbar. Gucken wir uns dafür jetzt mal die Start-Replay an. Es ist wieder, glaube ich, nein, diesmal Leclerc von der Pole, Carlos von 2. Aber der konnte sich da vorne halten, oder? Es sind beides rote Helme, es ist sehr, sehr schwierig. Ich war das nicht mit Alonso hier. Der ist zurückgekommen und deswegen habe ich dann, konnte ich dann... ja, so leicht an ihm vorbeigehen. Also Max hat ihn da ein bisschen, ja, gegen die Strecke Begrenzung gedrängt, würde ich mal sagen. Er hat ihn nicht von der Strecke geforst, also das auf keinen Fall. Und ja, da sieht man es auch. Ich habe einen kleinen Train hier hinter mir, den konnte ich jetzt ein bisschen mal abhängen. Und so sieht es dann aus. Purple im ersten Sektor, grün im zweiten Sektor. Im Windschatten hängen wir hier unseren Lando Norris dran. Und jetzt wird der Druck erhöht, Leute. Und den kann Norris nicht mitgehen. Der macht Bye-Bye und fährt geradeaus. Wir übernehmen hier. Wir bekommen den 4. Platz quasi geschenkt. Es war natürlich auch der Druck, den wir da ausgeübt haben. Aber trotzdem. Und dann verbremse ich mich gleich hier. Ja, toll. Karma, würde ich mal sagen. Jetzt ist natürlich interessant zu sehen. Denn wir sind auch nicht weit weg von den Ferraris.
Leclerc führt auf jeden Fall an und wir können da auch gute Pace mitgehen. Jetzt mal gucken im Windschatten, können wir an Hamilton dranbleiben im Boxenstopp. Ich versuche nämlich den Undercut. Wenn die Runde gut wird, ohne irgendwelche Zwischenfälle, könnte das wirklich der erste Platz werden. Unsere Pace ist überragend hier. Wir sind wieder 2 Sekunden von Norris weggekommen. Und ja, ich muss es versuchen. Ich muss den Undercut probieren. Ich muss irgendwas Außergewöhnliches probieren. Wir müssen hier ein Statement setzen, um den Titel noch die Titelchancen aufrechtzuerhalten. Ich weiß, es sind noch viele Rennen. Wir sind gerade mal im dritten. Schaut gerne oben rechts vorbei. Da habe ich euch die anderen alle verlinkt. Und auch gerne auf IT-Gaming auf Instagram und auch gerne auf EZ-Tobi auf TikTok. Links mal unten in der Bio. Aber jetzt mal zurück hier zum Rennen 80 in der Boxengasse. Wir müssen hier jetzt wirklich ein Statement setzen. Jetzt geht's mal in die Box rein. Nur nicht verkacken. Dann Full Pace eine Runde. Ich gehe jetzt mal All In. Wir müssen es versuchen. Ich weiß nicht, warum die den Schlagschrauber immer vorne an der Nase anhalten. Das ist, das triggert mich unnormal. Ich weiß nicht, warum man das macht. Ich weiß natürlich, es ist ein Bug und so, aber es triggert mich auf jeden Fall. Das ist kacke. Wir kommen, ja, wir warten eigentlich schon auf dem letzten Platz raus und müssen es hier nochmal machen. Und jetzt hier, das ist genau das, was ich meine. George Russell scheidet aus. Und wir mussten hier vom Gas runtergehen. Und das wird vermutlich jetzt genau diese Szene sein. Diesen paar Sekunden, die es mir gekostet haben, um hier nichts aus dem Undercut, mitzunehmen. Denn Hamilton und auch der Ferrari hier fahren schon fast in Turn 3. Das ist scheiße. Mann, das ist genau dieser Zwischenfall. Der muss genau in der einen Runde passieren, in dem ich meinen Undercut mache. Oh, ja, das ist dieses Pech, also wirklich, wir können da kein Glück haben, das war reines Pech heute. Ich würde sagen, weiß nicht, ob ich lügen müsste, aber ich hätte mir schon hier geschaut, wir sind nur 1,8 Sekunden hinten, aber es ist leider auch schon die vorletzte Runde, ich konnte es nicht mehr schaffen, hier dran zu kommen. Einer konnte es schaffen, das ist Lando, der klebt uns gefühlt schon am Heck dran. Und jetzt muss ich wirklich alles dran setzen, überhaupt den vierten Platz ins Ziel mitzunehmen. Das ist scheiße. Mann, wir hätten so easy, aber wirklich easy, heute mindestens aufs Podium kommen können. Und dann hier sowas, das ist echt blöd. Na egal. Egal. Probieren wir es beim nächsten Mal, dass es ja glücklicherweise auch noch heute geben wird. Aber ja, es ist natürlich schade, denn mit dem Undercut, das wäre die perfekte Strategie gewesen. Wir hätten, ich hätte eine Runde später reinkommen sollen, rückblickend, aber dann wäre das zu spät gewesen. Es war halt genau die eine Runde und genau die Runde hat uns hier leider nicht ganz gepasst. Das ist, ja, schade. So ist es der vierte Platz geworden. Wir können uns vor Lando Norris ins Ziel retten, würde ich schon fast. Nein, wir sind jetzt in der letzten Runde, ich Idiot. Ja, jetzt wird es natürlich jetzt nochmal spannend. Gucken wir uns nochmal die Replays an. Hier ist dann diese Szene, die mich ein bisschen ankrotzt, denn ja, er kann natürlich nichts für, dass er ausscheidet und, aber trotzdem, wir mussten hier vom Gas runter, durften nicht überholen, was ich auch blöd finde, denn es ist, ja, natürlich überholen darf man nicht unter Gelb, aber ich hätte ja, egal, ich weiß nicht genau, was ich da sagen wollte. Ja, hier dann gegen Pierre Gasly, zack, im Windschatten und dann waren wir auch schon vorbei. Ja, das Ding ist halt, egal. Wir sind hier mitten in der letzten Runde oder Anfang letzter Runde und müssen jetzt hier alles nochmal rausrollen. Denn es sind nur knapp eine halbe Sekunde, nicht mal die in manchen Kurven. Es sind doch nur 1,7 Sekunden. Natürlich habe ich hier das unterlegene Material, denn mein Auto ist ja erstens mal nicht so gut und zweitens mal haben wir natürlich auch die viel älteren Reifen, die sind eine Runde älter als die von Hamilton und Leclerc, aber sogar 2 Runden älter als die von Sainz. Und auch Norris hat frischere Reifen. Ich muss es jetzt hier irgendwie retten, nur natürlich kein Asimov oder so. Gucken wir mal. Los geht's hier. Letztes Mal die Zickzack-Kurve. Und jetzt klebt er an uns dran, denn es gibt ja hier auch nochmal DRS. Da decken wir rechts ab und da probiert es erst gar nicht. Das war gut. Er kommt zwar nah hin, aber wir können da vorne bleiben und ich würde sagen, wenn ich den Exit aus Turn 14 schaffe oder 15 oder keine Ahnung, aus der letzten Kurve schaffe, dann haben wir das Ganze auch auf dem vierten Platz beendet, oder? Ja, das reicht.
Das reicht auf jeden Fall. Wir konnten es gewinnen. Wir konnten es hier ins Ziel retten. Das ist der vierte Platz. Ja, ich würde sagen, das ist Schadensbegrenzung nach dem blöden Zwischenfall beim Start. Nach dem Stop ist das, würde ich mal sagen, das Maximum. Ja, wieder Ferrari oben. Ich muss hoffen, dass sie irgendwann mal ausscheren, denn sonst wird das echt nichts mit dem Titel. Ja, wieder Sainz, der ist so strong. Der ist wirklich unfassbar strong. Das hätte ich ihm gar nicht zugetraut, dass er das so gut mithalten kann. Der ist da teilweise besser als Max. Max sowieso. Aber auch teilweise besser als sein Teamkollege. Der hat ihn da diese Season, ähnlich wie in der jetzigen Season, dominiert schon ein bisschen. Tolle Leistung von ihm. Willkommen zum zweiten Rennen hier aus Shanghai, ebenso in diesem Video. Es wird spannend, denn wir werden heute natürlich auch wieder in der Kombi-Season zwei Rennen fahren. Und das ist Nummer 2. Es ist, ja, das Comeback von China. Ich habe es mir gewünscht und das noch einmal in unserer Team-Karriere finde ich natürlich ziemlich genial. Hier haben wir also Shanghai, 5,4 Kilometer, 16 Kurven. Und heute wird, ja, so ein dummer Crash passieren. Ich kann nicht das leider so, schon jetzt spoilern. Da werde ich mir selbst doch dreimal auf den Kopf klopfen, warum das so passiert ist. Aber dazu später natürlich mehr. Gucken wir jetzt mal die Startausstellung an. Nach einem sensationellen Qualifying ist es nun Zeit, einen Blick auf die Startaufstellung für das heutige Rennen zu werfen. Dank einer überragenden Fahrt im gestrigen Qualifying startet Charles Leclerc von der Pole. Und ein sehr glücklicher Carlos Sainz startet vom zweiten Platz. Die restliche Startaufstellung sieht wie folgt aus. Hamilton, Norris, Max Verstappen und Russell, der Professor, Perez, Ocon und Theo Pourchaire, Magnussen, Vettel, Pierre Gasly und Fernando Alonso, Albon, Mick Schumacher, Oscar Piastri und Guanyu Zhou, Stroll, Tsunoda, Latifi und Nico Hülkenberg vervollständigt die Startaufstellung. Jeden Moment werden die Startlichter ausgehen, also schalten wir runter zur Strecke für den Beginn dieses Grand Prix. Beim heutigen Rennen wird uns Stefan Römer begleiten. Schön, dich zu sehen. So, da. Los geht's hier. Wir starten von einem, ja, mittelmäßigen 7. Platz. Wieder Norris vorne mit dabei. Tolle Leistung. And the start. Go. Los geht's, wir kommen hier grottig schlecht weg. Checo besser weggekommen, Russell besser weggekommen, Verstappen besser weggekommen. Hier rutsche ich sogar nach außen und falle auf den 10. Platz zurück. Aber die Außenlinie ist hier anscheinend gut. Und dann gehen wir in die Innenlinie. Da können wir auch gut mitgehen. Und es ist wieder der 7. Platz, unser Startplatz. Es wird trotzdem sehr knapp, Leute. Es wird sehr, 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 sehr interessant. Sadala. George Russell hier. Ja, natürlich ein bisschen blockiert von Lando, da konnten wir aber auch mitgehen und vorbeigehen. Jetzt wird es interessant, denn Lando Norris direkt vor uns, ist hier ein bisschen in der Kampfgruppe. Wieder Hamilton vor ihm und diesmal auch Max. Ich denke mal, dass der McLaren die zweite Kraft ist in unserer Season aktuell, denn die sind schon sehr, sehr strong. Die schauen unfassbar gut aus und ja, mal gucken, wie es mit denen so weitergeht. Norris auch als Fahrer, sehr talentiert natürlich. Hier wünschte ich mir jetzt schon mal DRS, weil da wäre es natürlich um einiges einfacher dran und vorbei und ja, auch natürlich sich überhaupt da dran zu halten. 3 Runden auf diesem Niveau, wir sind auf den Geraden nicht die schnellsten. Ich muss mich hier schon in den Windschatten von Norris hängen, um den Abstand nur so minimal zu halten. Und hier kommt ein ganz später Rossstecher, wir rattern da komplett über den inneren Körb drüber
Und das war's dann mit dem, ja, es ist jetzt der 5. Platz aus der letzten Kurve raus und Leclerc wieder Erster. Der hat diesmal einen riesen Vorsprung, also diesmal Leclerc Erster so. Der hat diesmal einen riesen Vorsprung schon nach Runde 1. Also wenn ich mir das so angucke, das ist schon sehr weit auseinander. Also das sind schon bestimmt eine Sekunde. Und jetzt auch Max und Lewis vor uns, die könnten wir uns auch beide holen. Natürlich wäre es sehr stark, wenn wir Carlos irgendwie noch überholen würden. Gucken wir uns mal die Start-Replan hier aus Shanghai. Das erste und leider auch einzige und letzte Mal, dass wir hier aus diesem Rennen aus starten werden, leider. Ich konnte das erst ab der zweiten Season und der Start war echt wild, sehr, sehr wild, dieser Start. Wir können da außen wenigstens noch den Red Bull überholen und dann wird es ganz eng. Aber ja, sehr eng würde ich mal sagen. Das ist halt leider so Shanghai. Turn 1 oder generell diese Schneckenkurve ist halt, ja, sehr, sehr, sehr enge Sache. Hier ganz, ganz spät gebremst. Russell hat damit gar nicht gerechnet. Trotzdem gut mitgegangen. Jetzt hängen wir wieder hinter einer Kampfgruppe fest. Die heißt Sainz, Hamilton und Verstappen. Gut, festhängen ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Denn die fahren da schon ein bisschen schneller wie ich. Trotzdem würde ich mal sagen, wir können das noch irgendwie im Sekundenfenster müssten wir halt drin bleiben. Aber ich glaube, das reicht nicht. Das wird nicht reichen, um im Sekundenfenster zu bleiben. Oder nein, das reicht nicht. Leider ist es nicht die Zehntel, die berühmte Zehntel. Und hier wäre der Messpunkt gewesen. Hier waren sogar nur noch 18.000. Jo, das ist natürlich bad. Das ist sehr bad, wenn das passiert. Trotzdem hier alles geben, Full Speed, nur nicht die Fassung verlieren. Wir sind auf einem sensationellen 5. Platz und haben ein bisschen Gap zum Hintermann. Gut, bisschen ist jetzt viel gesagt. Und jetzt heißt es dranbleiben. Irgendwann machen die schon einen Fehler. Wir haben es bei Norris gesehen im vorigen Rennen. Da ist es auch. Da ist mir auch nicht so vorgekommen, als ob die einen Fehler machen und dann zack, fährt Norris einfach geradeaus. 5. Runde. Es wird interessant. Wir waren in der Zwischenzeit in der Box und sind, ja, vor Lewis Hamilton rausgekommen. Das ist toll, das wäre schon mal overall der dritte Platz. Nein, das vierte, sorry. Es wäre schon mal overall der vierte Platz und Lando Norris ist jetzt direkt hier vor uns rausgekommen. Und hier kommt dieser Crash zwischen Norris und mir. Ich denke mir, der gibt safe nach, er fährt dann weiter. Und ja, es ist natürlich zu 100% meine Schuld, denn er war bei der Boxen-Entry-Linie natürlich vorne. Aber ich hatte diesen ganzen Schwung und dachte mir, der wird doch da nicht draufhalten, der wird doch da. Aber es ist natürlich mein Fehler. Denn ja, wenn wir uns hier angucken, es war knapp. Aber ich hätte natürlich mehr Platz lassen sollen. Also ich habe natürlich damit, ich hätte damit rechnen müssen. Und das ist zu 100% hier meine Schuld. Trotzdem ist es blöd. Es ist gut für uns, denn wir haben dadurch keinen Schaden irgendwie genommen. Aber wir haben Norris sein Rennen damit zerstört und das sollte, das sollte nicht passieren. Das ist einfach dumm gelaufen. Das war, sowas darf nicht passieren. Das ist einfach nur schlecht. Es bringt uns hier zwar auf den 3. Platz, aber mit solchen Mitteln würde ich sagen, sollte man sich ehrlich gesagt auch nicht freuen, das Podium irgendwie oder ja generell so Plätze gut zu machen. Das ist dumm, das ist einfach nur rücksichtslos gewesen. Und ich weiß, das wird wieder viel Kritik bringen. Aber ja, ich weiß, dass es mein Fehler war. Und ich möchte auch nicht jedes Mal respawnen, denn solche Fehler passieren halt leider mal.
Und ich kann da jetzt auch nicht immer respawnen, weil das wäre auch nicht real. Jetzt kommt Russell hier angeschossen und den müssen wir abdecken. Russell geht vorbei, aber wir sind natürlich immer noch innen da. Das wäre sie auch, da können wir noch einmal kontern. Das werden wir auch tun. Das konnten wir gut kontern, easy war das noch. Jo, es ist blöd. Egal. Gehen wir jetzt weiter hier ins Rennen rein. Wir sind in der 11. von 14 Runden, sind 3,5 Sekunden von Sainz weg. Das heißt, die Ferrari sind wieder uneinholbar. Jetzt sind wir in der vorletzten Runde, konnten uns dann eine kleine Gap zu George Russell rausfahren und auch eine kleine Gap, oder ein bisschen den Abstand zu Leclerc verringern. Aber trotzdem, das wird nichts werden. Das wundert mich auch, dass der mit den weißen Reifen so schnell ist. Das ist ein Wahnsinn. Die geben sich natürlich auch DRS und so weiter, aber trotzdem, also vielleicht auch ungewollt, aber trotzdem. Also das ist schon hardcore, wie gut die sind. Das ist wirklich sehr, sehr strong, diese Leistung. Diese Leistung ist unheimlich strong von den Ferraris. Und wir sind natürlich nicht in der letzten, sondern in der vorletzten Runde. Aber ja, es ist heute nicht so mein Rennen, würde ich sagen. Tolle Leistung, ich kann dennoch schon sagen, dass heute wieder ein Ferrari gewinnen wird. Denn ich glaube nicht, dass ich die Gap dann noch, auch wenn es jetzt wieder eine halbe Sekunde weniger geworden ist, ich kann die trotzdem nicht einfahren. Das ist einfach unmöglich. Ja, gute Leistung von den Ferraris. Hier gehen wir dann auch schon in die letzte Runde rein. Oder wir sind schon in der letzten Runde. Und jo, letzte Kurve. Es geht hier durch und Carlos Sainz gewinnt erneut. Es wird leider zum, ja, würde es gern sagen Running Gag, aber es wird leider zum, ja, traurigen Gag. Denn es ist jetzt wieder ein Rennen, wo wieder zwei Ferrari wieder ganz vorne sind. Das kommt mir sehr bekannt vor. Und ja, der Dominator in unserer Season ist einmal mehr Carlos Sainz. Traurig, aber wahr. Egal, ohne diesen Crash oder so, hätte ich es mir auch besser machen oder ich hätte es mir auch besser vorstellen können. Also ich bin da heute nicht das Beste, ich hatte da nicht die beste Leistung. Es ist schade. Ja, dass du dich überhaupt noch freuen kannst, Bro. Er ist schon so oft auf dem Podium diese Season. Das ist wirklich, ja. Ja, natürlich freut man sich, wenn man gewinnt. Es ist klar, aber trotzdem. Tolle Leistung von ihm. Gut gefahren, fehlerfrei im Gegensatz zu anderen Leuten. Und ja, gut. Gute Arbeit, Sainz. Gut, gut, gut. Sehr, sehr schön. Ich hoffe natürlich, dass vielleicht Nico mal ein paar Punkte geholt hat. Das wäre cool. Das wäre sehr toll. Das wäre natürlich auch wichtig für unser Team. Ich mache mir aber auch da, wie immer, keine großen Hoffnungen draus. Das Ferrari-Team kann sich freuen. Die haben, es sieht alles danach aus, ob die perfekte Season hätten. Das ist wirklich unheimlich. Unheimlich. Eigentlich schon, würde ich sagen, unheimlich atemberaubend. Wie toll die hier oder wie, was für ein gutes Paket die haben. Schnellste Rennrunde technisch waren wir eigentlich nicht so weit weg. 14. Aber es sind schon 38 Punkte. Und auch das vierte Rennen hier gewinnt Carlos Sainz und macht ihn hier den perfekten Run. 100 Punkte in 4 Rennen, das geht eigentlich nicht besser, außer natürlich 104, dann hätte er jedes Mal die schnellste Rennrunde, aber es sieht mir so aus, als ob das jedes Mal Leclerc geschafft hätte, also da teilen sie sich nichts. 168 Punkte, die sind jetzt schon über 100 Punkte vor uns in der Konstrukteurs-WM und ja, Nico ist leider nur 18. geworden, also da können wir auch nicht drauf hoffen, das war einfach nur bad. Schade, ein grottiges Wochenende. Wir haken das Ganze ab. Morgen und übermorgen geht es dann weiter in Spanien und Miami. Eine sehr interessante Kombi, würde ich mal sagen. Unterschiedlicher geht es eigentlich nicht. Trotzdem feiere ich beide irgendwie. Hier noch einmal alles managen. Ressourcentechnisch können wir nicht. Oh, da geht ein großes Update für Aerodynamik. Prozente sind auch noch in Ordnung und ich würde mal sagen, für heute war es mal. Vielen, vielen Dank fürs Zugucken. Abonniert gerne den Channel kostenlos. Falls euch meine Videos gefallen, lasst doch gerne einen Daumen da. Schaut auch gerne auf Insta-Tobi vorbei, auf Instagram und auch gerne auf TikTok und auch gerne auf IT-Gaming auf Instagram. Vielen, vielen Dank und abonniert gerne. Bis morgen oder später. Imola kommt auch noch. Okay, und ciao.